Hallo Leute, herzlich willkommen zur 300. Folge der Grillshow. Bevor es losgeht, gucken wir noch ein paar Folgen von Johnnys Grillshow, was er alles so gemacht hat. Ja, ja, Freunde, Deckel auf, was haben wir hier nicht alles gelunzt für geile Folgen bisher? Ja, das nimmt ihr wie kein Ende. Ja, oh, aus dem Dutch Oven ist natürlich auch was dabei, ein Fleischkuchen. Der Deutschlandbürger darf natürlich nicht fehlen. Und hier die schönen Hackbällchen und das Stadion. Oh, das war eine geile Folge. Hier was Süßes für die Girls natürlich. Ribs natürlich ohne Ende wieder, ne? Ja, aus dem Selbstbausmoker. Steaks gab's natürlich auch. Schwein muss man natürlich haben, Freunde. Das volle Programm. Und hier Pizza Lasagne in allem. Fäusten gegen den Ninja. Lass uns qualmen hier, Freunde. Ah, jeder Anschnitt ein Genuss. Und auch das Fett sprießt. Und es kommt nicht zu kurz. Ochsenbäckchen, Peanut Burger, Hähnchen hier. Volles Pfund hier und geballert hier aufs Fleisch. Die Grillshow. Jetzt geht's los. Ballert's euch rein, eure Texas-Omi. Hoi! My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Weiter macht das Gemüse. Ich spüre die Kraft. Ja, die fließt in mir. Die Kraft des Gemüses. Ah, noch mehr Energie bei der Kraft des Gemüses, ja. Wow. Komm, so, Mensch, jetzt machen wir Johnny fertig. Dafür muss ich dich in den Hintern beißen. Was war das? Hier ist die Kraft. Ich bin nur noch grün. Die Kraft des Gemüses. Was geschieht mit mir? Gemüse hat mir Kraft gegeben. Damit werde ich Johnny schlagen. Yeah. Danke, Kumpel. Los, mach ihn fertig. Yeah. Ab mit dir. Gepriesen sei die Sonne und das Fleisch, was es braun macht, Freunde. Willkommen zur 300. Folge. Männer, ja, ganz genau. Heute habe ich was richtig Besonderes aus. Attacke, was ist das? Fausttechnik. Ausweichen. Kick. Daneben. Ja, Doppelfaust! Ja! Weggelunzt! Johnny, du Schwein! Diese scheiß Fäuste haben nichts gebracht! Ah, das gute Schweinsleder! Flieg, Schweinchen, flieg! Scheiße! Haha, erstmal ein Gewinnertanz darauf. Ja, ja, so sieht das aus. So läuft das bei uns. Kauf die Jacke, Fuchs. Alright, wer ordentlich wirft, darf auch ordentlich marinieren. Hier seht ihr die Zutaten. Ja, ein bisschen Salbei. Ja, diverse Knoblauchzehen, Peperoni, Thymian und Lorbeerblätter. Funktioniert auf jeden Fall auch gut zu Hähnchen. Ja, und das mischen wir erstmal hier alles zusammen und dann machen wir gleich die Marinade dafür stark. 300. Folge. Aber wir machen mal auf jeden Fall was, was jeder nachmachen kann. Das soll einfach mal schön Spaß für uns bringen und auch für euch. Nicht irgendwas Überdimensioniertes, sondern ganz, ganz, was ganz Entspanntes. So, Apfelsaft habt ihr gesehen, bisschen Zitronensaft dazu und ein bisschen Öl und dann nehmen wir das erstmal alles durch. Ab dafür. Oh, baby, the dude can eat. Can do.
Zwischenzeit aber mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und jetzt haben wir hier den Hauptdarsteller. Kennt jeder, hatten wir irgendwie noch nie so wirklich. Koteletts. Der Klassiker, man kennt das meistens von zu Hause, ne? Und wir machen das mal ein bisschen anders dieses Mal. Also, hier Marinade drauf. Na, da müsst ihr gleich aufpassen beim Durchmengen, weil da sind noch Knochen dran. Also nicht so die grobe Kelle nehmen, wie Johnny sagen würde, ne? Sondern eher ein bisschen leicht einmassieren, die Girls. Und dann lassen wir das Ganze über Nacht erstmal ziehen. Also, auf jeden Fall mehrere Stunden ziehen lassen, das soll ja Geschmack annehmen und dann sind wir dann am nächsten Tag auf jeden Fall stark klar. So, ab dafür. Tut es raus. Peace. Und da ist das Ding. Ein altes Rad der Rübenmaschine. Ja, der Affe macht hier schon Feuer. So, hier, komm mal raus mit dem Lümmel da. Ja, danke, mein Freund. Mach mal ein schönes Häufchen hier. Ulla, Ulla. Ja, ja, das ist der Affe hier. Der kriegt nicht immer alles gebacken hier. Aber ich sag mal so, ich bin ja gerade in der Cam hier. Er zündet in der Mitte an hier. So. Ja, ja, ich komm ja schon. So, ein bisschen Stroh da rein hier. So. Ein bisschen behindert reingehalten, aber kein Problem. Läuft schon. So, lass mal ein bisschen zünden hier. Die Anzünder sind nicht so der Hit hier. So, jetzt geht's hier. Jetzt läuft der Laden hier. Da brennt der ganze Urwald, Freunde. Da freut sich so der Affe. Da kann man auch einen Ball gegenwerfen. Das macht Spaß, ne? Ja, also wenn man keinen Affen hat, dann weiß man auch nicht, wo man den Ball hinwerfen soll. Ja, hier. Wo die Gitter hier drauf liegen, das ist ein Rübenrad gewesen. Hier noch ein paar Naturimpressionen. Und hier das Feuer. Es wird beheizt hier. Altes Abfluss hier, Kanal, Betonrohr unten reingelunzt. Und schon ist die Feuerstelle da. Ja, Flames sind schon mal gut da. Aber jetzt hier zünde ich hier mal so einen anderen Kamin ran, den ich wahrscheinlich später gar nicht mehr brauchen werde. Aber ich zünde ihn trotzdem an. Weil wir immer einen Anzündkamin anzünden. So, Zwiebeln hier auf dem Tisch, Freunde. Ja. Bier abstellen, Messomat 5000. Und dann schön hier die Zwiebeln Endstücke absäbeln und dann hat man hier sowas irgendwann, wenn man es alles gepellt hat. Gedreht haben wir das Ganze natürlich bei Faba, dem Naturprojekt für Kinder. Ja, die können sich hier so einen Garten mal angucken und so weiter. Hier ein bisschen Feuer machen, so wie ich hier. Ein bisschen Anzündkamin reinpacken. Ein schönes Kinderprojekt. Wer will, kann es unterstützen. Ich habe es unten in der Infobox reingeleitet. Oh, Freunde, jetzt gibt's das auf der Pfanne. Zwiebelomat 5000. Ah! So, der Lümmel. Hier, erstmal Öl rein natürlich, ne? Warten, irgendwann kommen ein paar Zwiebeln rein, ein paar Zischer sind da, aber irgendwie ja, hat die irgendwie zu wenig Kohle da rein, irgendwie hat das nicht so gefunzt. Da habe ich mir gedacht, scheißegal, ich rühre es trotzdem mal kurz um hier und danach haue ich es einfach hier auf den Grill mit drauf. Ich habe genug Platz, muss man da halt ein bisschen wenden hier. Hätte ich auch eigentlich sofort machen können. Hier hat er sofort Zunder hier natürlich, ne? So, hier. Ja, ein Kotelett ans Ohr labern, das kennt jeder, aber wir essen es diesmal. Ganz genau, da kann man eine Oma von gegenüber rumkommen und einem einen voll erzählen, aber nein, wir haben ein Kotelett selber hier. Da brauchen wir keins mehr am Ohr. Schüttelomat 5000 hier, das geht ja nur links und rechts hier. Ja, kleine Zeitraffe für euch. Man packt einfach den ganzen Grill voll damit. Und das Gute bei diesem schmalen Gericht ist einfach, das kann jeder zu Hause machen. Auch ohne Schwenkgrill funktioniert das auch super bei irgendeinem Holzkohlegrill für 3 Euro aus dem Supermarkt. Das klappt überall. Ne? Ich wollte ja heute bei der 13. Folge keinen Markengrill einsetzen, sondern nur das alte Wagenrad von vor 50 Jahren. Ganz genau. Oh, sieht das gut aus. Ja, ein bisschen Sugar für die Girls. Das muss ein bisschen an die Zwiebeln ran hier. Ja, mal gucken mit dem Schütten. Ja, da kann noch der Heber rein. Und dann kann man ein bisschen karamellisieren lassen. Das wären ein paar Zwiebelsteaks, natürlich, ganz normal. Wie man es kennt, ja, die Flames da unten. Er ist einfach, macht einfach Spaß, auf so einem Schwenker hier zu lunsen. Vor allen Dingen, wenn er selbst gebastelt ist. Ja? So mag ich das. Nichts von der Stange hier bei Onkel Johnny. Ja, oh. Oh, sieht ja schon mal ganz gut aus hier.
So, ein bisschen hier Paprika rein hier. Edelsüß natürlich und hier ein bisschen geräucherte Paprika, ne? Ganz genau. So, die geräucherte ist noch ein bisschen stärker, Freunde. Schön reingelunzt haben und die Zwiebeln ein bisschen glasig werden. Ja, kann man die Pfanne hier schon mal ein bisschen zur Seite packen hier. Abgestellt hier auf so einen Stumpf. Jetzt kommen wir zum Fleisch. Oh, sieht gut aus. Yeah. Kleine Kranfahrt nach unten. So, ein bisschen Regen kommt runter, Freunde. Ja, scheiße. Ja, Freunde, es regnet. Aber ich sehe Licht. Und davon lassen wir uns nicht abhalten. Ja! Aber es wird noch schön weitergegrillt, Freunde. Trotz Regen. Die Hitze von unten, die lunzt noch mal schön hoch. Dritte Hand hier, haut mir da ein bisschen was aufs Brett, seht man hart hier. Oh, ich brauche das Fleisch hier. Hier, ja. Nämlich hier für mein Brötchen gleich. Oh, eine ordentliche Ladung hier. Oh, sieht das gut aus. Immer mal drauf hier auf das große Brett. Der Kotelettau. Genauso wie ich es mag. Oh, ja, danke dritte Hand. Einer kann noch. Ganz genau. Ha! Oh, ist das Ding! Meter hoch in die Höhe stapeln sich die Koteletts. Hier der Handdreher in der Sonne. Mhm. Da haben wir schon mal alles hier, Freunde. Und wir starten mit einem schönen Brötchen. Nämlich diesem hier. So, die Brötchen hier von Onkel Jürgens. Das ist eine schöne Bäckerei, die heißt auch Jürgens. Ja, das ist noch die letzte richtige Lümmelbäckerei. Ganz genau, jetzt Krautsalat aus Folge 244 natürlich, ganz klar. Kleinen Boden legen, ein bisschen Senf drauf. Ins Topping hier, kann man eine andere Seite schieben hier. So, und so isst man hier Koteletts Johnny Style hier gleich. Man nimmt sich einen von einem Berg runter. Kann er hier am Knochen lang sägen, weil der Knochen, da beißt euch die Zähne aus, kann ich jetzt schon mal sagen. So, hier schönes Stückchen Fleisch hier. Ich halte mal hinten dran. Das sieht gut aus. Ein paar schöne Streifen schneiden. Ein bisschen Gyros-Style, kann man hier so drauf drapieren. Zwiebeln rein, ihr kennt noch die Pfanne hier. Aha. Oh, da geht aber noch ein bisschen was hier. Ja, also, so sieht das gut aus. Deckel mit Senf drauf und er ist hier griffbereit zum Essen. So, hier nochmal ein kleines Zack hier. Scotland Sandwich hier. Rezept natürlich unten in der Infobox, Freunde. Dann könnt ihr es auch besser markieren und kopieren. Ganz genau. Jetzt nehmen wir so ein Ding. So, jetzt gibt es nicht den Anschnitt, sondern den Anbiss. Schmeckt auf jeden Fall Geilomat 3000. Wow. Oh ja, das ist ein Gericht. So, zeigen wir noch mal, wie das normal geht hier. Sieht man hier vorher hier. Zack, kann man ein paar Streifen absägen. Und die lunzen wir dann auf so ein Brötchen hier. Nochmal eben schnell Durchlauf für euch, Freunde. Wer es eben nicht richtig mitgekriegt hat, kann es hier nochmal nachlesen. Quasi sehen. Es ist einfach eine einfache Nummer, Freunde. Und wir dachten uns einfach zur 13. Folge, die soll jeder mitspielen können quasi oder nachlunzen können. Den Lümmel kriegt ihr hin, Freunde. Lasst den Daumen nach oben brennen. Ja, ganz genau. Hier, guck mal, bei Farmer vorbei, googelt mal hier, oder hier, die Adresse habe ich unten hinterm Video eingelindet. Und da kann man immer unterstützen und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch dieses schöne Projekt unterstützt. Bis bald. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der 13. Folge.
Boys and Girls, ballert's euch rein. Bis bald, euer Johnny Boy.